möchte ich Feline Edbauer auf die Bühne bitten. Sie moderiert heute nicht nur mit uns die Hanfparade, beziehungsweise wenn sie nicht gerade damit beschäftigt ist, ist sie aktiv für die Initiative My Brain, My Choice. Man sieht es gleich schon auf ihrem Oberteil. Sie engagiert sich aktiv gegen die Stigmatisierung und Drogenkriege. Sogar ihre Masterarbeit schreibt sie über den philippinischen Drogenkrieg. Ja, des Weiteren organisiert sie viele Veranstaltungen, gibt Workshops und ich bin super gespannt auf deinen Beitrag. Ich weiß, dass sich konservative Mitmenschen leichter von der Notwendigkeit einer anderen Drogenpolitik überzeugen lassen und für Kompromisse zu gewinnen sind, wenn man folgendes Argument anbringt: Wenn die Polizei nicht mehr die Konsumenten verfolgt, werden Mittel zur Verfolgung von Dealern frei. Es gibt ein paar gute Gründe, auf dieses Argument zu verzichten, und von diesen möchte ich euch in den nächsten Minuten jetzt überzeugen. Wir als KonsumentInnen einer oder mehrerer illegaler psychoaktiver Substanzen sollten den Kampf für die Legalisierung nicht auf dem Rücken derer austragen, mit denen wir gemeinsame Sache machen. Menschen, die mit Drogen handeln, sind nicht unsere Feinde, sie sind unsere PartnerInnen. Zu jedem Drogengebrauch gehören auch Menschen, die die Drogen herstellen, transportieren und verkaufen. Sie halten sich ebenso wie wir nicht an die Gesetze, aber sind von weitaus höheren Strafen bedroht. Nun lasst uns über diejenigen in den illegalen Handelsstrukturen sprechen, die wir persönlich kennen oder die wir in der Öffentlichkeit beim Arbeiten beobachten können. Es gibt auch in dieser Branche verschiedene Motivationen und Beweggründe, warum Menschen mit Drogen handeln. Beispielsweise Personen, die selbst konsumieren und ihren Bekanntenkreis versorgen und die ansonsten in ein reguläres, legales Leben eingebunden sind. Oder beispielsweise Personen, die mit Drogen handeln, weil sie nicht oder nicht ausreichend auf dem legalen Arbeitsmarkt unterkommen bzw. staatliche Mittel zum Ausgleich beziehen können. Auf das Argument, gegen die bösen Dealer zu verzichten, ist eine Frage von Anstand und Respekt. Es gehört sich nicht, schlecht über Menschen oder Gruppen zu reden, die selbst nicht an der drogenpolitischen Debatte teilhaben können, ohne dabei eine Straftat zugeben zu müssen und die in ihrer Arbeit strukturell benachteiligt sind. Menschen, die mit Drogen handeln, sind in Strukturen eingebunden, in denen sie bei Risiken oder Gefahren nicht die Polizei zu Hilfe rufen können oder eine Anzeige erstatten können, ohne sich selbst strafbar zu machen. Sie haben nur beschränkte Möglichkeiten, ihre Waren auf Qualität zu prüfen oder mit den eigenen Anforderungen oder denen ihrer Kundschaft auf GroßhändlerInnen und LandwirtInnen einzuwirken. Und schließlich stellen wir uns auch selbst ein Bein mit dem Anti-Drogendealer-Argument, denn wenn wir das Bild von den per se gefährlichen Drogendealern aufrechterhalten, dann werden wir auch das Bild von den per se gefährlichen Drogen nicht los. Die Vorteile einer Cannabis-Legalisierung liegen auf der Hand. Qualitätskontrolle und das Senken von schädlichem Konsum in allen Altersklassen. Und das gilt genauso für alle anderen illegalisierten Substanzen. Die Cannabis-Legalisierung wird je nach ihrer gesetzlichen Gestaltung massiven Einfluss auf KleindealerInnen haben. Um die Drogenpolitik umfänglich zu verbessern und sinnvoll auszugestalten, das heißt, um zum Leben und zum guten Leben aller Beteiligten beizutragen, inklusive strukturell benachteiligter Personen, brauchen wir eine drogenpolitische Debatte, die alle Perspektiven wahrnimmt und berücksichtigt. Wir sollten Personen, die für uns mit Drogen handeln und ebenso wie wir das blöde Verbot umgehen, Respekt und Wertschätzung zeigen. Denn sind wir ihnen nicht alle ein bisschen dankbar? Dankeschön. Der Applaus bedeutet mir tatsächlich viel, weil ich nicht weiß, wie so eine Rede, die auch irgendwie uns selbst kritisiert, dann ankommt. Ich fühle mich schon. Und der Applaus ist für all jene, auch die gerade nicht da sein können, weil sie eben auch von der Cannabis-Legalisierung gerade von der Debatte noch nicht berücksichtigt werden. Und zum Abschluss noch ein kleiner Abspann mit zwei Hinweisen. Ich habe für My Brain, My Choice gesprochen. Wir sind eine kleine Initiative, die die Stigmatisierung von Menschen ersüchtigt, krank, nutzlos und gesellschaftlich schädlich thematisiert
um zum Ende des globalen Drogenkriegs beizutragen. Wir machen Veranstaltungen, Workshops, wir machen auch Sticker, könnt ihr mich noch drauf ansprechen, ich habe ein paar dabei. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert unseren Newsletter. Das geht online auf unserer Website mybrainmychoice in einem Wort.de. Und ein anderer Hinweis, wie es auch zu dieser Rede von mir kam, ich bin dabei beim CannaFem Network. Schließt die Girls unter euch, schließt euch dem CannaFem Netzwerk an. Frauen und Personen aller nichtmännlichen Gender sind nämlich in der öffentlich sichtbaren Cannabisbewegung noch unterrepräsentiert, aber wir sind ja da und wir wollen euch kennenlernen. Also geht auch hier ins Internet, sucht nach CannaFem, geht bei Facebook auch, sucht, gibt CannaFem ein und da kommt ihr zu den Terminen. Bis bald.